Und wir sind wieder unterwegs in Roseway, in den Roseway-Gärten. Beziehungsweise haben wir da eine Abholzmaschine, wo ein Haufen Plünderer noch da waren, die warum auch immer vermint wurden. Hallo? Ich habe es schon mal gesagt und ich sage es wieder. Immer in jedem... kleinen potenziellen Bereich gucken, der groß genug ist, um eine Kiste zu beinhalten. Ja. Psst, ganz genau. Keine Ahnung, warum das Ding vermint ist. The most beautiful places are often the most deadly. Why'd they have to build the lab so damn? Here we go. Shoot. I'm going. Sure. Wieso waren das so viele? Und wo kamen die her? Und überhaupt? Und warum? Und da sind Minen. Ich habe einen Gegner getötet. Mit was denn? Wo war denn da ein Gegner? Da ist noch ein Speer. Wenn das Möter da hinten dabei sind, ist das nicht so schlimm. Ich glaube, das sind zwei. Da sind auf jeden Fall zwei Möter. Wo habe ich eigentlich den anderen Speer gekillt? Irgendwo hinter dem... Da, glaube ich. Da ist er. Oh. Und er war es doch nicht. Banditenschütze. Warst du das? Nee, du warst das nicht. Hm. An die zuständige Abteilung. Ich war einer von Orticlios Männern mein ganzes Leben lang. Als ich in Roseway Abholzungsteam befördert wurde, fühlte ich mich privilegiert und geehrt. Ich dachte mir, Orticlio wird diese ganze Wildnis zähmen und sie mit Zivilisation zubetonieren. Besser als Mutter Natur, das ist das Motto. Ich wollte Teil dieser Initiative sein. Ich wollte das Konzernaußenposten voller Neid zu Roseway aufschauen. Ich wollte jedem Spacers Choice Arbeiter unsere Quartalsberichte unter die Nase reiben und sie auslachen. Ich habe von morgens bis abends geschuftet, ohne zu murren. Und jetzt wurde ich zum Mauerbau um die Siedlung herum versetzt. Die Ausbreitung haben wir aufgegeben und die halbe Ortschaft wurde schon umgesiedelt. Noch schlimmer, das Abholzungsteam wurde aufgelöst und meine Ausrüstung rostet jetzt irgendwo in der Landschaft vor sich hin.
Wenn ihr das hier lest, dann habt ihr zugleich auch mein Kündigungsschreiben gefunden. Ich schlage mich jetzt alleine durch und lebe außerhalb des Gesetzes. Lieber das, als unter diesen Bedingungen noch für euch zu arbeiten. Aha. Also, das waren die Initialen. Ah, und, ne? Hier so. Was ist da? Na, vielleicht war es doch der eine Speer da oben. Du bist hier. Adlerauge-Sturmgewehr. Das können wir... Maschine. Da ist noch was. Aber auf der anderen Seite haben wir auch noch Zeug. War auch noch Zeug. Na, wir sind eigentlich schon hier. Also könnten wir uneigentlich zumindest mal die Gegner machen. Ja, zuerst sind es 3, die es sehen, dann sind es 4, die es sehen. Ich muss mal gucken, aus dem Adleraugen-Ding ein ordentliches Scharfschützengewehr machen. Für sowas. Aber was hilft bei normalen Menschen am besten? Wobei Plasma im Moment eigentlich ganz gut ist, oder? Könnte aber auch an... Ah, ja, siehst du, da hat es schon wieder nicht geholfen. Das Plasma noch. Das sind Kopftreffer. Scheinbar habe ich habe ich ein paar Kopftreffer verteilt. Und deswegen mich gut gefühlt. Könnt ihr. Wenn ich euch so easy peasy umniete, könnt ihr mega geile Waffen dabei haben? Das wäre super. Ja, okay, das ist das richtige Lager. Da oben ist noch was. So, 2, 3 Stück. Könnte auch zurück und die Waffe ummodeln. Ja, genau. Wir sind an Star. Wobei, ich krieg ja was von denen. Der boostet meine Wissenschaft und sie boostet die Technik, glaube ich.
Das ist jetzt der Weg da. Muss ich mir auch merken. Zeitdilatation öfter mal benutzen. War hier noch irgendwas? Da war was, da war was. Mehrere. Nicht schön. Und da... Wow. Also... Der hatte den Tod wirklich verdient. Der hat mir noch nicht mal Loot dagelassen. Apples. Schon Apples gefunden. Wieso vermint man einen verfrickelten Apfelbaum? Oh. Oh. Wo kommen die denn jetzt her? Something going on over there? Easy does it. Whoever did this, I'm gonna find you. Sag mal! Alter! Sure thing. Geh da hinten hin! Das hatte die doch mit Absicht gemacht! Blöder Baum! So. Sind wir jetzt Gusto hier oder kommt noch irgendein Respawn direkt aus der Hölle hoch? Oder habe ich die eben einfach nur Strunze ignoriert, die da gestanden haben und die mich... Naja, wie auch immer. Also bei dem Koloss weiß ich nicht. Kann ich hier nicht zufälligerweise? Kann ich nicht. Herr Porter, unsere Raptidons scheinen ein gewisses Problem der intimen Art zu entwickeln. Wenn in dieser blutrünstigen Bestie irgendein Selbsterhaltungstrieb steckt, dann manifestiert sich dieser anscheinend nicht in Form von Fortpflanzung. Wenn überhaupt, scheint der gewöhnliche Raptidon darauf aus zu sein, Überleben seiner Spezies sicherzustellen, indem er andere Lebewesen in der Nähe umbringt. Alternativ ist es auch möglich, dass diese Raptidons sich einfach nicht fortpflanzen wollen und ich keine Ahnung habe, weshalb. Ich habe schon versucht, ihnen Musik vorzuspielen, hat nicht geholfen. Bitte sag Mr. Crane, dass ich, so gut es geht, an der Behebung dieses Problems arbeite. Soweit ich weiß, brennt er ja darauf, die genetische Zusammensetzung des Raptidon-Alphas zu testen, um zu sehen, ob sich daraus Fortschritte für unsere Zahnhygiene ableiten lassen.
Dr. Crane, bitte unternimm etwas wegen Ruben. Er schleicht ständig um meine Reptidons herum. Heute erst meinte er, ich möge doch die Sicherheit des Reptidon-Geheges verbessern, falls Räuber und Banditen bei Roseway einfallen. Angesichts der Geheimhaltung dieser Operation glaube ich kaum, dass wir das wichtigste Ziel der Banditen sind. Meine Güte, Anton, wir sind wirklich am Arsch der Welt von Terra 2. Liebe Leser, wenn ihr diese Nachricht lest, gehört ihr entweder zu den niederträchtigen und abscheulichen Tyrannen, die man auch Vorstand nennt, oder ihr gehört zu meinen Leuten und trödelt auf Patrouille herum. Falls ihr Ersteres seid, wisset, dass die Tage, in denen eure eiserne Faust die Kolonie von Halcyon auspresst, gezählt sind. Die Zeit der Abrechnung rückt näher, daher empfehle ich euch, die auf dem Podest von Ozymandias geschriebenen Worte in Betracht zu ziehen und über das Menschsein nachzusinnen. Falls ihr Letztere seid, zurück an die Arbeit, ihr Taubennüsse. So, ihr bleibt mal hier stehen. Will ich gerade nicht hören. Stufe 11, Adleraugensturmgewehr. Magazin, was haben wir? Magazingröße. Schockschaden. Oder Plasma. Machen wir mal Schockschaden rein. Hit Spaces Choice und ich krieg den Kram nicht wieder aus dem Kopf raus. So, tüfteln, mach das mal auf 16. Komm auf 17. Ach, Flüsterlauf wäre auch geil gewesen. Darum geht nicht, oder? Habe ich irgendwas im Kodex drin, bevor ich die jetzt angreife? Nee. Da sind zwei Kolosse. Du siehst mich nicht. Nein, 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 du siehst mich nicht. Automatische Sicherheitswarnung. Dies ist eine automatische Benachrichtigung über eine... Oh, oh, die laufen noch rum. Anschalten. Haha, du kleine fiese Map. Bam. Wieso seid ihr auf einmal da? On my way. Okay, Elektro ist da wesentlich besser. Hm.
Nice. Warte mal. Elektrozaun ausschalten. Blub. Leider haben wir einen damit getötet, aber hey, lieber so als andersrum. Und wir sind überladen. Ich könnte hier in der Tat einen Schalldämpfer drauf gebrauchen. Passt doch. So, dann 21 Minuten. Ja, doch, das passt. Dann gehen wir mal noch schnell. Speichern und Sachen ablegen und nochmal verkaufen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir in das Labor reingehen, das neue Labor oder was auch immer das für ein Labor ist. Oh, Diplomatenausrüstung, da können wir. Ich muss mal die Mods gucken und die auch verkaufen. Hier verstärkt ist mehr wert. Diplomatenausrüstung ist mehr wert. Und hier 10 Stück. Ja, muss ich mal gucken. Sehen wir uns wieder. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschaußen.